Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS.TV. Ja, hier stehen sie, sind soweit fertig. Details kommen noch, also ein Fazit, wie wir es fertig gemacht haben, wie es fertig aussieht. Wir haben heute das Thema Reifen. Wir haben uns Allwetterreifen gekauft oder bestellt und die bekommt unser Fahrzeug jetzt heute Morgen, also beide Fahrzeuge. Wir haben ja hier 17 Zöller drauf, Sommerreifen auf VW-Felge, Alu-Felge. So, und da gönnen wir uns heute Morgen Allwetterreifen und da fahren wir jetzt mal hin mit zwei Autos. Wir nutzen hier den ortsansässigen Reifenhändler. Ja, dann schauen wir mal, wie das so abläuft und dann nehme ich euch mit. Also, bis gleich. Wir sind beim städtischen Reifenhändler angekommen. Ich zeig mal das Gelände. Hier war ich schon mit dem Monster schon. Ja, hier ist die LKW-Reifenhalle. Ja, hier habe ich mit dem Monster gestanden. Vielleicht der eine oder andere noch am Schirm. Hier ist die PKW-Halle. Da unten PKW-Service, Achsvermessung, Kalibrierung, Assistenzsysteme. Ja, die Firma ist Blümel und ist ansässig in Grimma. So, ja, jetzt schauen wir mal, wie es wird. Heute, wir haben hier auch die Aufschrift schon drauf. Das haben wir gestern Abend noch schnell gemacht. Wie ich finde, schön dezent. Ja, und hinten auch. Hier. Ne? Hier beim André. Der hat zusätzlich noch Grimma draufstehen, damit man das schön unterscheiden kann. Und ja, haben unsere Frauen gemacht gestern. Wie ich finde, ganz ordentlich gemacht. Da fährt er hin. Was sagt er? Ich muss eins umziehen und wir sind zu zweit da. So, ich gucke mich hier einfach mal um. Ja, so sind natürlich Spezial Reifenfirmen ausgestattet mit dem entsprechenden Equipment. Hier werden Reifen montiert oder von Felgen genommen und wie auch immer. Ja, da hinten ist noch, hier gibt es noch Maschinen, da scheint was Spezielles zu sein hier. Keine Ahnung, hier gibt es noch eine Maschine, eine Wuchtmaschine ist das, glaube ich. Hier wird gewuchtet. Ist ja auch ein Riesenthema, ne? Wenn du mit so einem Auto fährst, so wie ich jetzt, und darf da schneller mitfahren als normal, dann sollte das natürlich vernünftig ausgewuchtet sein. Ja, auch hier Treckerreifen. Ne? Wie gesagt, die machen nur Reifen in der Spitze. Andere Dinge natürlich auch, aber Reifen, das sind sie natürlich in der ersten Liga. Moin André. Moin Guido. So, du packst jetzt die Allwetter aus. Genau. Ja, hochgebockt ist er schon. Hier, hochgebockt ist er schon. Ne, mehr machen wir da nicht. Da haben die Jungs ganz vorsichtig gearbeitet, wie das sein muss. Ja. So, wir ziehen jetzt Allwetter auf. Oder lassen aufziehen, lassen, so ist es ja richtig. Ne? Du kennst die Firma schon ewig hier, ne? Ich arbeite schon lange mit denen zusammen. Ja, ja, genau. Deswegen war das auch für mich überhaupt keine Frage. War ja auch schon mit Monster hier. Genau, genau. Und da war ich auch sehr zufrieden. Genau, machen uns soweit alles, PKWs, Transporter, Baumaschinen, ja. LKWs, beinahe ist ein LKW. Ja, oder Traktoren habe ich gesehen. Traktoren, ja. Ja, also ja. Die haben auch ein Montagefahrzeug. Genau. Ne? Aber gut, ich war letztes Mal sehr zufrieden. Ja, wenn irgendeiner da draußen mal neue Reifen braucht, ja, ich meine, das können wir weiterempfehlen, da haben wir nichts von, aber das Fälle, ja. Ist ja auch nicht einfach, jemanden weiter zu empfehlen, aber das kannst du bei den Jungs hier wirklich machen. Beruhigen, ja. Ne? Ja, da bin ich mal gespannt. So, vier Stück haben wir mitgebracht. So, und dann schauen wir doch mal, wie das hier nachher aussieht. Ne? Nochmal vorher, nachher. Hier mit dem Profil nochmal eben. Ich halte nochmal drauf. Und ja, schauen wir mal, wie das gleich aussieht.
So, hier, der ist schon ab. Kann man nochmal eben auf die Achse gucken, beziehungsweise auf die Bremsanlage. Ja, das sieht ja ziemlich massiv aus hier. Da ist die Luftfederung, hier. Da hinten ist die Kardanwelle mit dem Getriebe, die sich zuschaltet, wenn der Traktion verliert. Ja, hier die Bälge. Ne? Ja, das sieht alles relativ aufgeräumt aus. Ja, hier, innen belüftete Scheiben. Bremsanlage. So. Sieht gut aus, finde ich. So, gleiches Spiel hier vorne. Ja, da sieht die Bremsbacke natürlich größer aus. Da kann man mal hier schön auf die Feder gucken. Man sieht, wie neu das alles ist. Ja, da ist die Bremsbacke. Ja. So sieht er dann aus, ohne Reifen. Du hast eben den Reifen so angeschaut. Ich denke mal, um den richtig da drauf zu machen. Woran sieht man das? Woran sieht man das, wie rum der Reifen da drauf muss? Du hast eben so geguckt. Ja, weil hier gibt es keine Laufrichtung. Also ohne Laufrichtung, da machen wir den Herstellungsdatum nach außen. Aha. Du musst halt nicht der Reifen weiter, oder? Ja, hier nicht. Also hier steht nicht. Ihr habt doch gesehen, wie das hier funktioniert, wie viel Technik man heute einsetzen kann, für einen Reifen zu tauschen. Ich lasse die Jungs auch mal in Ruhe arbeiten jetzt. Ja, ich fange die schon an zu nerven. Aber das ist ja immer so, wenn ich bei der Kamera hier rumlaufe. Aber schon interessant, mal hinter die Kulissen zu schauen oder in so eine Werkstatt rein. Die Jungs machen jetzt fertig, das geht doch relativ fix. So vier so Reifen, da machen die kurz vom Frühstück. Und da bin ich mal gespannt, wie das gleich aussieht. Und wie vor allen Dingen der Reifen sich fährt von der Laufruhe her und von den Geräuschen her, das soll ja ganz gut sein. Wir haben die ja nach diesen Kriterien ausgesucht. Und ja, ich danke der Firma Blümel hier in Grimma für den schnellen Termin. Das war echt super. Hier kannst du hinfahren, die Jungs sind alle gut drauf, habt ihr ja gesehen. Und ja, dann schauen wir mal, wie es gleich aussieht. So, hier steht einer, der ist schon fertig. Mal zum Vergleich. Zum Vergleich das Profil zum Sommerreifen. Macht einen guten Eindruck. Null heißt es okay? Ah. Null ist top. Ah, null. Null ist top. Das ist gut. Ja, Rad ist wieder drauf. Man sieht deutlich die tieferen Rillen, ne? Profil ist relativ tief, macht auch allradtechnisch auf einer nassen Wiese oder auf Schotter Sinn, deswegen auch ein Allrad, den kann ich das ganze Jahr drauf lassen, da kannst du auch im Schnee mit rumfahren, der hat doch dieses Alpinzeichen für Österreich, also alles das, was so ein Reifen haben sollte. Und ja, der ist erst aus Rüster bei Mercedes, habe ich gelesen, diese Marke, insofern
war das für mich eine relativ klare Sache, mich für diesen Reifen zu entscheiden. Ja, ich blende noch mal ein hier oder zeige noch mal, der hat 235/60R17C 117/115S. So ist die genaue Bezeichnung, ne? Das ist die Tragfähigkeit und so weiter. Und ich finde, das sieht optisch gut aus. Der Reifen sieht optisch klasse aus. Ja, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Ja, Reifen ist natürlich hier eine große Geschichte. Aber hier steht jetzt drauf, was die alles machen. Und das will ich natürlich nicht unterschlagen. Ne? HUAU Inspektion, Unfallinstandsetzung, Achsvermessung, Glasservice, Klimaservice, Reifenräder und Leihwagen. Ne? Gut, kannst du dir auch hier eine Inspektion machen lassen. Hatte ich eben nicht auf dem Schirm, aber gut zu wissen. Ja? Ist natürlich auch für den einen oder anderen interessant, der hier mal Ölwechsel braucht oder eine Inspektion oder irgendwas anderes am Auto hat. Ne? Auspuff, Reifen ist klar, Bremsen und so weiter. Weil groß genug ist hier. Ja, ich hoffe, man hört mich. Wir haben ein bisschen Wind. Ja, wir sind fertig. Und fahren jetzt los. Ja? Ich danke der Firma Blümel hier für den schnellen Termin, habe ich eben schon mal gesagt. Ja, Reifen ist erledigt. Ja, da mache ich natürlich noch einen Fahrbericht drüber, wie die Reifen sich anfühlen und so weiter. Aber für heute soll das mal gewesen sein. Ich finde es gut, dass ich hier filmen durfte. Ja, und das mal zeigen durfte, weil das sieht man ja doch nicht jeden Tag. Ja, Thema Reifen ist erledigt. Und jetzt können wir zum nächsten Schritt. Ja, bis dahin wünsche ich euch natürlich alles Gute. Wer noch Ferien hat, lasst es euch gut gehen. Esst was Gutes, trinkt was Gutes. Bis zum nächsten Video. Euer Guido von GNS TV.